Ja, dann will ich mal über die neuesten News talken. In vielen anderen Videos dieser beiden Playlists der Internet-TV-Sender, die dankenswerterweise unsere Videos veröffentlichen, da gibt es dann auch viele Talks mit den Professoren der zweiten Scientists for Future 2 und mit Fridays for Future Demonstrationsteilnehmern und so weiter. Aber jetzt talk ich halt mal wieder alleine über die News. Ja, Harald Lesch, der berühmte ja, ZDF-Konservative, behauptet Statistiken, dass in Italien täglich statt bisher durchschnittlich 2000, jetzt zurzeit 2450 täglich stürben. Das wäre ja schon mal was. Das wäre, wenn das jetzt so wäre, wäre das doch schon immerhin ein Beweis dafür, dass der Virus eine gewisse Gefährlichkeit hat. Das wären ja immerhin so ungefähr 20% Steigerung gegenüber der durchschnittlichen normalen Sterberate. Jetzt ist aber nur ein Haken dabei. Warum sagt Harald Lesch uns nicht ganz klar, wie viel täglich vor einem Jahr die Sterbezahl war? Denn dann hatten wir vor einem Jahr hatten wir auch die Grippezeit und der Jahresdurchschnitt von 2000 ist ja auch vom Sommer geprägt und im Sommer sind die Sterbezahlen ja viel geringer, weil die ganzen Wintersterblichkeiten wegfallen sozusagen. Ja, bitteschön, jetzt bräuchte ich doch aber als Wissenschaftler, das müsste doch, wenn Harald Lesch wirklich ein ernstzunehmender Wissenschaftler wäre, dann müsste er doch wissen, dass er die Daten nennen muss von den gleichen Wochen und Monaten des Vorjahres und des Vorvorjahres und des Vorvorvorjahres und so weiter, damit man dann die Sterbezahlen, die täglichen Sterbezahlen vergleichen kann. Was nützt mir jetzt die Zahl 2000 gegenüber 2450? Vielleicht ist ja allein schon der tägliche Sterbezahl im Winter sozusagen schon bei 2450. Dann würde es bedeuten, dass gar kein Corona-Effekt zu sehen wäre. Ja, also das verstehe ich nicht. Also entweder er ist ein unheimlich schlechter Wissenschaftler, weil er auf dieses Problem nicht eingeht, oder es ist wirklich alles nur irgendwie Propaganda und irgendwie, ja, also irgendwie sozusagen, ja, also. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es eben doch keine Verschwörung, sondern es ist einfach nur schlechter Wissenschaft. Also, wie viel dann, auch wenn jetzt, sagen wir mal so, der Winterswert nur bei 2200 wäre und dann jetzt 2450, das wären immerhin 250 Tote mehr, das wäre also immerhin ein Zeichen, dass Corona wirklich in irgendeiner Weise etwas Ungewöhnliches und etwas Stärkeres wäre. Wobei 250 zusätzliche Tote ja nicht allzu viel sind täglich, ne? Ja, also das heißt, und dann gibt es da leider auch sehr vieles, was dann auch widerspricht. Es gibt noch viele andere Gründe, wie jetzt dieser Effekt zustande kommen könnte von vielleicht 250 zusätzlichen Toten pro Tag in Italien. Nämlich Wissenschaftler, auch wenn Harald Lesch doch ein guter Wissenschaftler sein sollte, dann müsste er doch wissen als Wissenschaftler, dass er jede mögliche Alternativhypothese ausschließen muss. Ja? Also er müsste sich doch fragen, wie viel tötet denn die Veränderung durch Panik in der Gesellschaft? Wir wissen doch, dass jede Panik in der Welt viele Todesopfer fordert, ja? Also der schlimmste Fall ist Panik, da treten sich die Leute tot und trampeln sich tot. Das ist natürlich jetzt in Italien hoffentlich wohl nicht der Fall. Aber jede Panik hat irgendwelche, führt ja zu irgendwelchen Veränderungen in der Gesellschaft, in der Ärzteschaft, in der medizinischen Pflege, in allen Beteiligten führt es zu irgendwelchen Veränderungen und das tötet dann viele. War das dann Corona oder war das die Panik? Was tötet mehr, die Panik oder Corona?
Ja, also auch wieder unklar. Also und ja, über die Intensivbettenbelegung entscheiden die Diagnosen. Also, Sekunde, Schluck Wasser. So, Schluck Wasser war das. Über die, also Harald Lesch, Intensivbettenbelegung ist doch keine feste Größe. Das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Das ist doch nicht, ja, sozusagen in Zement gebaut, sondern über die Intensivbettenbelegung entscheiden die Diagnosegepflogenheiten. Und das kommt nachher noch, dass ein Arzt ja sagt, im Moment fehlen den Krankenhäusern und der Medizinindustrie die Einnahmen durch die normale starke Wintergrippezeit, weil der Winter zu mild war. Und deswegen wird jetzt natürlich auf Teufel komm raus diagnostiziert, damit man die Gelder für die Krankenhäuser reinkriegt, wird natürlich überall jetzt aus jeder Corona-Mücke ein Elefant gemacht. Und deswegen werden dann Intensivbetten belegt, die gar nicht belegt werden müssten. Ja, also das heißt, also Intensivbettenbelegung als Zahl sagt doch gar nichts, sagt doch einfach nur, wie viel im Moment Ärzte abrechnen wollen bei den Krankenkassen. Ne? Letztendlich ist bei Harald Lesch also auch eine Götter in Weißhörigkeit zu diagnostizieren. Ne? Ich muss dazu sagen, vielleicht mache ich das mal ganz kurz zwischendurch, damit ihr auch versteht. Also wie gesagt, ich bin offen für jedes Ergebnis. Ich bin sehr, sehr offen für das Ergebnis, dass Corona wirklich ein Ausnahmevirus ist und richtig gefährlich ist und so weiter. Ja? Sozusagen. Nur, ich, auch wenn ich offen dafür bin, ich als naturwissenschaftlicher Denker glaube ich grundsätzlich mal gar nichts. Und warum glaube ich schon mal der Medizinindustrie gar nichts? Das ist einfach die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der zweiten Scientists for Future 2. Und das heißt, wenn ein Arzt in der Wahrheit lebt, wie die Ärzte zum Beispiel, die bei den zweiten Scientists for Future 2 Mitglied sind und in der Wahrheit lebt und erkennt hier, nein, also Menschen brauchen eigentlich gesundes Wasser, gesunde Ernährung, naturbelassene Ernährung, Bewegung, Licht, Luft, was auch immer, alles was Natur ist, worauf der menschliche Körper genetisch angepasst ist, das braucht er und dann hat er ein starkes Immunsystem, ein robustes Immunsystem und sozusagen dann hat er selbst eigene Abwehrkräfte, die stark genug sind, um Viren bis zu einem gewissen Stärkegrad problemlos abzuwehren, sozusagen. Ja? Ja, und jetzt aber ein anderer Arzt, der sich irrt und der sagt, nein, also wir Menschen, wir leben ja eigentlich nur durch die Medizin, weil eigentlich würden wir ja alle, wenn es die Medizin nicht gäbe, alle schon längst tot sein. Dann stellt sich dann die Frage, wie die Menschheit so die letzten, sagen wir mal, 10 Millionen Jahre, als die Evolution Richtung Australopithecinen dann Fahrt aufnahm und dann Richtung Homo habilis 2,5 Millionen Jahre so Fahrt aufnahm und so weiter. Also sagen wir mal die letzten 10 Millionen Jahre, wo es so Richtung Mensch-Tendenz ging, ja, wie haben denn da die Lebewesen überlebt, ganz ohne jegliche Ärzte und ohne jegliche Schulmedizin, ohne Impfungen, ohne Chemotherapeutika und so weiter, ja. Die haben überlebt, weil eben ganz einfach sozusagen ein normal starkes Immunsystem bei gesundem Lebensstil, naturbelassenem Lebensstil einfach eben zu stark ist für die. Und jetzt wird dann auch dann wird auch manchmal behauptet,
Ja, es wird manchmal behauptet, dass die Menschen ja damals so kurzlebig waren. Also ganz sicherlich hatten die Menschenvorfahren vor 10 Milliarden noch keine genetische extreme Langlebigkeit. Ich vermute, dass wir da auch genetische Lebenserwartung vielleicht von 70 Jahren hatten, aber die ist wohl in den letzten, dann bis vor 400.000 Jahren wohl Richtung 127 Jahre geklettert, wenn ungefähr der Altersforscher Professor Sven Völpel recht haben sollte. Dann ist also unser genetisches Material ungefähr über den Daumen bei 127 Jahren sozusagen. Und jetzt wird aber immer so getan von der Schulmedizin, weil das also die Irrtümer sind, die natürlich in Medizinerkreisen immer wieder kreisen sozusagen, nämlich dass die Menschen vor langer Zeit ja nur ganz wenige Jahre alt wurden. Dabei ist es so, dass also nur in den letzten 400.000 Jahren die künstlichen Einflüsse seit der Erfindung der sozialmarktwirtschaftlichen Tauschhandelsform. Seitdem haben wir künstliche Erscheinungen und extreme Phasen, wo die Menschen sehr schnell durch Kriege, durch enormen Schmutz und so weiter hingerafft wurden und so weiter. Wir haben keinerlei Hinweis dafür. In der ganzen Paläoanthropologie ist mir kein Hinweis begegnet, dass wir auch nur einen Hinweis hätten, dass die Menschen vor 400.000 Jahren eben nicht 127 Jahre alt geworden sind. Im Gegenteil, die sogenannten Blue Zones, zum Beispiel die Okinawas, die schon noch vor einigen Jahrzehnten, bevor die westliche Schulmedizin dort eindrang und die westliche McDonald's-Ernährung die Leute anfing zu vergiften sozusagen, gab es noch ganze Massen an total vital voll arbeitenden 110-Jährigen. Ja? Und das heißt also, es kann durchaus sein, dass die Menschen vor 400.000 Jahren 127 Jahre alt geworden sind. Es kann natürlich auch theoretisch sein, dass das durchschnittliche Sterbealter noch ein bisschen tiefer war, aber dann hat sich halt in den letzten 100.000 Jahren vielleicht nochmal die genetische, der Sterbezeitpunkt wird ja immer genetisch eingestellt, je nachdem, wie es für eine Art wirklich sinnvoll ist auch, ja. Und das kann sich schon auch nochmal ändern und in den letzten 400.000 Jahren ist da durchaus auch noch eine kleine Änderung noch möglich gewesen, ja. Ja, aber was ich sagen wollte, ist ja, dass also sozusagen der Arzt, der sich irrt und sozusagen enorme Panik verbreitet und den Leuten, der verkauft den Leuten eben mehr Medikamente als der andere, hat dadurch ein erfolgreicheres Geschäft, kann den auskonkurrieren, seine Linie zum Aussterben bringen, während seine eigenen Kinder erfolgreiche Medizinprofessoren werden und noch mehr ernähren können. Ja, also das heißt, je mehr, also der Arzt, der sich irrt, verdient mehr als der Arzt, der in der Wahrheit lebt. Und das ist das Drama der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, dass eben die freie soziale Marktwirtschaft immer das Schädliche multipliziert. Ja? Nur immer das Schädliche hat viele Nachkommen und dann wie Viren des Geistes. Also sozusagen Coronavirus ist ein Virus des Körpers. Und die Viren des Geistes, die Meme sozusagen, die Irrtumsmeme, die gewinnbringenden Irrtümer, die Virusmeme sozusagen, heißen sie manchmal auch die parasitären Meme, ja, die Virusmeme breiten sich sozusagen aus, weil sie den Trägern unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft riesige Gewinnmöglichkeiten eröffnen, ne? Also je mehr ich mich irre als Arzt, desto mehr verdiene ich. Und da ich das weiß, glaube ich halt kein einziges Wort, was von einem Arzt kommt, weil in der ganzen Ausbildung natürlich
all die tausenden Irrtümer unterrichtet werden, die sich in den letzten 400.000 Jahren, sagen wir 170.000 Jahren der Evolution der Schamanen sozusagen als gewinnbringend rausgestellt haben. Denn die haben ja, weil sie Gewinne gebracht haben, haben ihre Träger, ihre Virusträger, die Virus-Mem-Träger, entsprechend viele Kinder ernähren können. Und deswegen sind alle Universitäten voll von Medizinprofessoren, die die ganze Palette aller Irrtümer lehren. Also gehe ich davon aus, dass außer den Medizinprofessoren bei den zweiten Scientists for Future 2, dass dort überall alles nur Unwahrheit ist. Also ich gehe davon aus, dass jeder Arzt in der Welt es gut meint, aber da er Irrtümer im Kopf hat, wird er mich mit einem freundlichen Lächeln wird er mich zu Tode operieren mit seinen Irrtümern, weil er wirklich glaubt, dass das, was er gelernt hat, richtig ist. Da das, was er gelernt hat, aber zu überwiegenden Teil aus Irrtümern besteht, alles, was wichtig ist, sind Irrtümer, ist er halt extrem gefährlich und es braucht schon unheimliche Größe als Arzt, wie bei den zwei Scientists for Future 2, den eigenen Berufsstand zu reflektieren und anzufangen, die Missstände zu sehen. Aber zum Glück gibt es immer wieder noch solche Ärzte, die das schaffen. Ne? Ich habe es ja auch geschafft. Ich war ja auch ganz normal so in der Psychologie sozusagen ganz, ganz normaler sozusagen auf dem Weg zum ganz normalen Psychoanalytiker und Psychotherapeuten und habe dann aber auch noch rechtzeitig gemerkt, dass da was faul ist, weil wir auch dort nur Irrtümer lernen. Ne? Das ist überall ganz normal. Im gesamten Gesundheitsbereich lernen wir krankheitserhaltende und chronische Krankheiten fördernde Irrtümer, weil das einfach mehr Verdienst bringt. Und wir lernen eben keine gesundheitserhaltenden, patientenvertreibenden Wahrheiten. Ist halt einfach so. Und ganz kurz noch, damit man sich das nur komplett hat, wo sind denn unsere zweiten Scientists for Future 2 hier? World Council of Wise People, zweite Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Also, da steht auf der Startseite einfach nur als Denkmodell, die zweiten Scientists for Future 2 können das Problem auf wahrscheinlich 100 verschiedene Weisen lösen, das Menschheitsproblem. Aber ein Denkmodell ist die Wohlfühlnotenwahlstimme beziehungsweise Wohlfühlstimme. Ja? Also wenn ich jetzt sozusagen hier den Kapitalismus, die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall beende, indem ich eine echte, gute Planwirtschaft, die das genau das Gegenteil von der stalinistischen Planwirtschaft ist, sozusagen einführe, und zwar die Wohlfühlnote und das längeres Leben, gesünderes und glücklicheres Leben als Planungsziel in der Planwirtschaft einführe, sozusagen, dann kehrt sich nämlich die ganze Sache um. Derjenige, der die Wahrheit sagt und der die als Arzt die Wahrheit lehrt, Der rückt an diese Stelle und wird viele Kinder haben und wird eine ganze Professorendynastie begründen sozusagen. Und derjenige, der seine Irrtümer nicht korrigieren kann, also von den zweiten Scientists for Future 2, deren kostenlose Weiterbildung nicht lernen kann, der wird aussterben. Der wird nämlich nur noch wenig Kinder ernähren können, denn die Wohlfühlnotenwahlstimme, die Wohlfühlstimme und dann auch noch gekoppelt mit dem Vergleich zwischen den tatsächlichen Gesundheitskosten und der Gesundheitskostenerwartungskurve, das wird dazu führen, dass wenn ich bei einem Hausarzt bin und ich mich eher schlecht entwickle, schlechtere Wohlfühlnoten abgebe und auch meine Gesundheitsdaten schlechter werden, als meine Erwartungskurve voraussagt, sozusagen, dann kriegt dieser Arzt nur sehr geringe Verdienstzuschläge von der Kranken,
Versicherung und dann kann er seinen Laden bald schließen. Wenigstens nach 3 Generationen wird dann das Familienvermögen aufgebraucht sein und dann wird die Praxis geschlossen. Während hier derjenige Hausarzt, der mir hilft, dass meine Wohlfühlnoten sich Schritt für Schritt verbessern und meine Gesundheitsdaten sich verbessern, ich also seltener operiert werden muss, als zu erwarten gewesen wäre bei meiner familiären Vorgeschichte. Ja, der wird eben die zukünftige Professorendynastie begründen, sozusagen. Ja? Nach einigen Generationen werden die ganzen Universitäten voll sein von solchen Professoren, die die Wahrheiten lehren und nicht mehr die Irrtumsvirus-Meme, ne? Die gewinnbringenden Irrtümer. Das nur zur Erklärung, also warum ich eben sage, okay, ich habe ja gar kein Problem damit, wenn man mir endlich mal harte Daten vorlegen würde. Jetzt also zum Beispiel, wenn mir Lesch gesagt hätte, ja, sozusagen vor 4 Jahren waren in dem gleichen Zeitraum die täglichen Sterbezahlen an den und den Tagen, da waren die Zahlen so und dann vor 3 Jahren so und vor 2 Jahren so und vor 1 Jahr so und jetzt sind sie deutlich höher, also muss da was los sein. Und dann müssen wir aber allerdings noch klären, und wo ist dann die Analyse des Faktors, wie viel tötet die Veränderung durch Panik? Wie viel Anteil hat die daran und wie viel Anteil haben vielleicht andere Faktoren? Ja? Allein in Praxen und Krankenhäusern stecken sich mehr an bei einer Hysterie. Also das zum Beispiel, das könnte ja ein Effekt von Panik sein. Ja? Panik treibt die Menschen in Scharen in die Praxen und Krankenhäuser. Dort infizieren sie sich gegenseitig und dadurch hat man natürlich dann bei einer Hysterie und bei einer Panik dann automatisch und zwangsläufig mehr Tote. Ja? Das heißt, durch eine Panik kann man eben die Todeszahlen auch nach oben treiben. Na? Schluck Wasser, sorry. Ja, also bei Harald Lesch beklage ich da also eine mangelhafte naturwissenschaftliche Präzision. Ich hätte jemand mit solch einer unpräzisen Argumentation nicht durch Prüfungen gelassen an der Uni. Ja, das ist nicht präzise genug. Ja. Die anderen Variablen, um das nochmal wissenschaftlich zu erklären, die anderen Variablen wurden ja eben nicht konstant gehalten. Ja? Also wenn ich zum Beispiel auch wirklich konkret über Italien was aussagen wollte, dann hätte man ja eigentlich alle anderen Variablen konstant halten müssen, nämlich zum Beispiel überhaupt keine Panik machen und dann hätte man die Sterbezahlen vor 4 Jahren, 3 Jahren, 2 Jahren, 1 Jahr mit den heutigen Sterbezahlen und zwar bei den gleichen Tagen des jeweiligen Vorjahres, der jeweiligen Vorjahre vergleichen müssen. Und wenn man da einen riesen Unterschied gesehen hätte, dann wäre das aufschlussreich gewesen. Da die anderen Variablen, wie zum Beispiel Panik, Nicht-Panik, staatliche Hysterie, Nicht-Hysterie, da diese Variablen ja eben nicht konstant gehalten wurden, denn in den letzten 4 Jahren gab es ja keine staatlich verordnete Panik und Hysterie sozusagen. Also kann man sowas eigentlich wissenschaftlich nicht auswerten, ne? Und dass Harald Lesch trotzdem diese Daten heranzieht, zeigt, dass seine wissenschaftliche Ausbildung nicht gut genug ist. Ich würde sagen, setzen 6, Herr Lesch. Ja, das ist einfach, das ist Durchfallkriterium, sollte es sein, im Bereich wissenschaftliche Methodenlehre. Ja, ja. Also, ich fasse zusammen, es kann nämlich jetzt auch sein, dass die dazu zu viele Variablen gleichzeitig variiert wurden. Kann es sein, dass die anderen Variablen die Toten produziert haben und das ist dann sozusagen, das ist eine Alternativhypothese, die nicht von der Hand zu weisen ist und die lässt die ganze angebliche Beweisführung des Harald Lesch
zusammenfallen und das Ganze beweist nur, dass er eine unheimlich schlechte wissenschaftliche Ausbildung haben muss. Ja? Sonst würde er niemals so argumentieren dürfen. Ne? Ja, dann sagt er irgendwas von, Harald Lesch sagt irgendwas von beatmungspflichtig. Beatmungspflichtig. Wer sagt der Gesellschaft, wer beatmungspflichtig ist? Jemand, ein neutraler Außenstehender, der finanziell mit der Medizinbranche und beruflich, also mit dieser Medizinbranche, keinerlei Beziehungen hat, keinerlei Kontakte hat, nie Berührungspunkte hat. Ein neutraler Experte, der wirklich in jeder Hinsicht neutral ist. Nein, natürlich genau die Leute, die direkt selber dadurch verdienen. Das ist quasi die Lizenz zum Gelddrucken. Ich als Arzt diagnostiziere einen Menschen als beatmungspflichtig, wenn ich Geld brauche für das Krankenhaus, in dem ich arbeite. Und dann kann ich ihn da behalten. Ne? Und welcher Patient wird sich schon dagegen wehren, wenn ihm mit Tod gedroht wird? Ne? Das ist die üblichen ärztlichen Todesdrohungen, die entfalten schon ihre Wirkung. Ne? Schluck Wasser. Jetzt mal hier wieder zurück zu unserer hübschen Frau. Ja? Also wir wollen ja auch ein bisschen schöneres Bild mal wieder haben. Ja, dann geht's weiter. Jetzt kontert ihn, es gibt übrigens ganz viele Videos, wo teilweise sehr gute Argumente gebracht werden von Ärzten, von anderen Wissenschaftlern. Und ich nehme jetzt nur einen Arzt, den ich ziemlich gut fand, den Arzt Dr. Med. Rolf Krohn. Der kontert jetzt quasi Harald Lesch. Ja? Der sagt, ja, das Ganze ist vielleicht nur ein, Corona ist vielleicht nur ein Ersatz für den Geschäftsausfall durch zu wenig Grippe dieses Jahr. Ja, das zeigt, dass dieser Arzt im Gegensatz, also dass der passt eigentlich, würde zu den zweiten Scientists for Future 2 passen, weil er quasi seinen eigenen Berufsstand und die Missstände im eigenen Berufsstand reflektierend mit einberechnen kann in der Analyse dessen, was da passiert. Und das können die anderen nicht. Das kann auch Harald Lesch nicht. Ja? Sonst wäre er nicht beim ZDF so beliebt, ja? Wenn er nicht ein sehr niedriges wissenschaftliches Niveau hätte, wäre er wahrscheinlich nicht so beliebt beim ZDF, denn es ziehen sich immer Leute eines ähnlichen intellektuellen Niveaus an. Ne? Ja, Ersatz also für den Geschäftsausfall durch zu wenig Grippe dieses Jahr wegen des zu milden Winters. Ja? Das würde also bedeuten, dass eben das der Grund ist. Aber dann müsste es auch sein, wenn das jetzt der Ersatz ist, dann wäre das aber auch kein Hinweis jetzt noch für zusätzliche Tote, dann würde das Ganze jetzt nur, wenn es ein Ersatz ist, auf den Sterbelevel der Vorjahre ungefähr gebracht werden, wo die Winter noch etwas härter waren. Ja? Also gut. Dann sagte Dr. Krohn noch, also Testfehler wohl 60%. Das heißt also, 60% aller Tests kriegen ein fehlerhaftes Ergebnis. Damit lässt sich natürlich auch sehr gut Geld verdienen. Dadurch kann man natürlich Gesunde in Isolierstationen bringen und damit ein großes Geschäft machen. Ja? Und dadurch entsteht natürlich dann eine schnelle Vollbelegung der Isolierstationen. Und dann kann man eine Knappheit vermelden. Und dann, wenn man natürlich, das habe ich ja schon mal angedeutet, wenn man jetzt natürlich alles abrechnen will, was vorliegt, dann bittet man den Staat darum, das Tempo der Durchseuchung mit dem Coronavirus sozusagen runterzudresseln durch Kontaktsperren, weil dann wird das Tempo verlangsamt und dann kann ich jeden einzelnen, kann ich lauter Leute, die eigentlich gar nicht richtig krank sind, trotzdem
in die Isolierstation legen und entsprechend teuer abrechnen. Und dadurch kann ich die ganzen italienischen Krankenhäuser mal wieder grundsanieren finanziell, ne? Und mal wieder richtig, richtig hochpushen, ne? Und ja, und dann sagt Dr. Krohn, das spielt auch noch eine Rolle, dass sehr viele Leute, auch gerade auch Ärzte sogar, und deswegen sind ja auch einige Ärzte angeblich gestorben, dass die also sozusagen aus Panik heraus eine Selbstvergiftung mit Medikamenten durchführen, da sie ja die Irrtümer selbst glauben, die sie in der Ausbildung gelernt haben. Übermedikamentieren sie sich auch und sozusagen als Beispiel zeigt er, also dass auch die Grippeimpfung insgesamt, die normale Grippeimpfung schon insgesamt das Immunsystem des Menschen schwächt sozusagen. Ja? Da hatten wir ja schon mehrere Hinweise in diese Richtung in der letzten Zeit. Ja? Aber auch, dass die Ärzte vielleicht sich dann selbst umgebracht haben, da sie mit Medikamenten irgendwie versucht haben, vorzubeugen dem Coronavirus und haben sich dann über die Medikamente zu Tode gebracht. Ne? Das wäre dann übrigens auch eine Panikwirkung. Ja? Panik, Medikamentenmissbrauch bei Ärzten und selbst dadurch Erhöhung der ärztlichen Todesrate. Ja? Ja. So, dann gehe ich mal weiter. Mal gucken. Ja. In Italien, es könnte ja auch sein, sagt Dr. Krohn, dass Italien-Tote oder ein anderer, ist das jetzt schon ein anderer Arzt, also irgendein Arzt sagt jedenfalls, Italien-Tote könnten auch durch Meningitis-Impfungen verursacht worden sein. Man hätte in den Regionen, wo es jetzt so viele Tote gibt, also Hirnhautentzündungsimpfungen bei, auch gerade bei älteren Menschen massenhaft durchgeführt. Und vielleicht kommt diese Meningitis-Impfung zusammen mit der Vorbelastung und dann kommt noch ein mittelmäßig starkes Coronavirus dazu und dann sterben vielleicht wirklich ein paar Leute mehr als sonst. Ne? Ja, außerdem wird dann auch gesagt, italienische Statistiken sind leider insgesamt unzuverlässig. Ja? Wir müssen ja auch noch klären, wie zuverlässig wirklich das deutsche Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden ist. Ja. 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 Also ich fasse nochmal zusammen. Die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, an die ja Harald Lesch auch glaubt, heißt, schade anderen, verdiene mehr. Das ist das, weswegen die zweiten Scientists for Future 2 diese soziale Marktwirtschaft beenden wollen, ne? Ein Arzt behauptet, schon die Grippezahlen seien weit überschätzt. Das ist jetzt auch mal was ganz Neues, weil man spricht doch in den letzten Wochen immer davon, dass angeblich in normalen Grippewintern 25.000 Menschen sterben würden. Da würde das Robert-Koch-Institut völlig unseriös Daten aufbereiten, nämlich weil tendenziell würde alles, was im Winter stirbt, schnell und leichtfertig mal eben der Grippe zugeschoben werden, auch wenn es vielleicht ganz andere Ursachen hat. Ja, das ist auch nochmal eine interessante Information, dass also auch dieses Robert-Koch-Institut zutiefst unseriös arbeiten würde. Ja. So, dann haben wir noch so eine Nachricht, wie da hat Professor Volker Quaschning von den Scientists for Future, von den ersten Scientists for Future, also 1 statt 2, der hat ein Interview bei der Elektromobilitätsindustrie gegeben. Da fragt man sich schon, ist er eben auch mit all seiner, ist das Ganze schon auch, dass er einfach Propaganda für die Elektromobilitätsindustrie macht? Ist er ein Lobbyist derselben? Ja, und so weiter. Und weiß man auch nicht. Dann ist noch eine Sache aufgetaucht, dass jemand behauptet hat,
dass da bei dem Corona-Thema auch eine Immunschwächung durch 5G, also Strahlenbelastungen und so weiter, eine Rolle spielen könnte. Okay, das kann man wohl auch nicht ganz ausschließen. Dann fragt der Gunnar Kaiser in seinem Video, Gunnar Kaiser, wem soll ich glauben? Ja, nachdem er das Wirrwarr der widerstreitenden Aussagen aufgezeigt hat. Ja, das ist eben ganz einfach. Die naturwissenschaftliche Analyse sagt, jedem, der mit der Medizin und pharmazeutischen Industrie zu tun hat, darf ich selbstverständlich kein Wort glauben, weil es logisch erscheint, naturwissenschaftlich als bewiesen gelten muss, naturgesetzlich als bewiesen gelten muss. Schließlich wenden wir hier das Naturgesetz von Variation und Selektion an, ja. Und dass das eben also jeder, der im Umfeld dieser Branche ist, im Prinzip voll mit Irrtumsgedanken ist, außer die wenigen, die sich davon aktiv und mit viel Kraft befreit haben, wie zum Beispiel bei den zweiten Scientists for Future 2. Ja? Und das heißt also, denen gar nichts glauben, sondern nur strengen Naturwissenschaftlern, am besten denen, die nichts daran verdienen, wenn sie nach der Wahrheit forschen und nichts als die Wahrheit sie interessiert. Am besten ist der Wissenschaftler, der für seine eigene Gesundheit forscht und für seine eigene Langlebigkeit und für sein eigenes Lebensglück, weil der durch nichts korrumpierbar ist. Der ist finanziell völlig unabhängig. Ja, also sozusagen am besten sind immer die Forscher, die da in keinster Weise finanziell abhängig von irgendeinem Geschäft im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft sind. Ne? So, dann lese ich jetzt mal die heißeren Eisen vor. Ja, nochmal einen Schluck Wasser. Ja. Jetzt besteht also die Gefahr, dass die USA davon zieht. Denn bei in den USA gibt es den einen oder anderen intelligenten Menschen. Ja? Da kommt sowas wie, wer war das? Das ist erledigt. Sekunde. Wo ist unser Senator? Da gibt es so einen Vizesenator in den USA. Ja, da ist der Erste. Schon bahnen sich in den USA die ersten Vernünftigen an. Der Vizegouverneur Dan Patrick, von welchem Land weiß ich jetzt nicht genau, von welchem Staat der USA, aber dieser Vizegouverneur Dan Patrick wagt sich hervor mit einer vernünftigen Äußerung. Er sagt, wir müssen die Wirtschaft weiterlaufen lassen. Wir Alten, also er zählt sich auch zu den Alten, wir Alten, wir können ruhig geopfert werden, denn das Risiko, dass wir die ganze USA wirtschaftlich kaputt machen, also unseren Jungen, unseren Kindern, Enkelkindern und Urenkelkindern riesigen Schaden zufügen, indem wir nicht einfach da sowieso nur mehrheitlich wir Alten sterben, soll die Wirtschaft weiterlaufen und wenn ein paar von uns Alten sterben, das gehen wir gerne als Opfer ein für unsere Jugend. Ja, da wollen wir gerne bereit sein, das für unsere Jugend zu opfern. Ja, und was passiert, wenn das die USA tatsächlich machen würde? Dann zieht die USA davon und China und die EU bleiben wirtschaftlich zurück. Ja? Und dann sieht die Situation so aus, dass eben je weiter wir zurückfallen, ich erinnere nochmal einfach daran, ja? Was ist mit Saddam Hussein passiert? Was ist mit dem Irak passiert? Was ist mit Libyen passiert? Was ist mit deren Staatschef Gaddafi passiert? Alle abgeschlachtet und tot, weil sie wirtschaftlich nicht stark genug waren, um die Angriffe der USA, die militärischen Angriffe der USA abzuwehren. Und wie kam es zu dem Angriff der USA? Ja, ein Irrtum, ein gewinnbringender Irrtum. Hier, da haben wir es. Das war der Irrtum des General Powells, der gesagt hat, sozusagen hier, der Irak, der Saddam Hussein hält Massenvernichtungswaffen, Biowaffen und Chemiewaffen und was auch immer in der Hand. Och, und der wird sogar Amerika damit angreifen und töten und so weiter. Und dadurch wurde dann
der Irak platt gemacht und Saddam Hussein in den getötet und so weiter. Und die amerikanische Waffenindustrie hat mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen können. Ja, und vielleicht waren auch die Wahlkampfgelder sozusagen, der Präsident, der da an der Regierung war, vielleicht hat er seine Wahlkampfspenden auch eben aus der amerikanischen Waffenindustrie bekommen und war deswegen auch was schuldig und hat natürlich dann den General Paul eben nach vorne geschickt und dann hat er seine Irrtümer geäußert. Dadurch war die Nation bereit zu folgen und dann ist hat man den Irak abgeschlachtet und dann Libyen und später irgendwann Libyen abgeschlachtet und so weiter. Und so wird es uns auch gehen. Das ist also im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, kann man es schon fast als Naturgesetz betrachten, dass wenn etwas stark zurückfällt, wird es irgendwie wann, und wenn es dann irgendwie von Interesse ist, wird es irgendwann kaputt gebombt und erobert oder was auch immer. Ja? Also das heißt, dagegen ist nichts zu machen. Also das heißt, was macht nämlich die USA dann? Ja? Also schauen wir es uns nochmal an hier. Ach übrigens, nur noch hier so nebenbei, von wegen Ärzten nichts glauben. Das ist auch ein Arzt, der sagt, Christian Zimmermann, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland, der sagt, unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Eben weil, wenn man mit wachem Geiste unser Gesundheitswesen studiert, sieht man diese strukturellen Fehler. Denn es ist ja nicht so, dass die Menschen es schlecht meinen, sondern die Menschen wollten alle nur anderen helfen, als sie angefangen haben zu studieren. Aber das ist die Struktur eines kranken Gesundheitswesens, das quasi letztendlich die Leute vollpumpt mit Irrtümern, die zwar finanziell einträglich sind, aber für die Menschen sehr gefährlich sind. Ne? Ja, aber was ich zeigen wollte, ist hier, die USA würde dann also, wenn sie jetzt ihre Wirtschaft laufen lassen würde, würde sie uns von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit davonziehen und wäre dann irgendwann militärisch so überlegen, dass für China und Europa dann eben jederzeit mal schnell militärisch platt gemacht werden können, ne? So in die Steinzeit zurückgebombt werden können. Ne? Dann hat USA seine Alleinstellung wieder. Ne? So. Ja, also jetzt noch ein paar brisantere Themen. Nach der Pest des 14. Jahrhunderts fand ein Aufstieg Europas zur Weltmacht statt. Ja, also da berichtet GMX etwas, jetzt irgendwie interviewt, glaube ich, so ein Geschichtsprofessor, ja, und der sagt irgendwie, nach der Pest des 14. Jahrhunderts war der Aufstieg Europas zur Weltmacht. Was könnte da passiert sein? Könnte es sein, dass die Pest mehrheitlich diese Menschen hier getötet hat, also die beruflich Unterdurchschnittlichen getötet hat, ja, weil die vielleicht immer nur von einseitiger, vitaminarmer Getreidenahrung lebten oder so, also nur von, so wie heute die armen Länder in den armen Menschen in den armen Ländern so immer nur von Reis leben und dadurch Vitaminmangel bekommen und so weiter, schlechte Immunsysteme haben. Könnte es sein, dass die Pest hat ja nur ein Drittel der Bevölkerung hingerafft. Kann es sein, dass das untere Drittel dahin gerafft wurde? Und das ist dann, danach ist es ja dann ganz klar, wenn dieser Ballast des niedrig qualifizierten unteren Drittels nicht mehr mitgeschleppt werden muss, können natürlich die restlichen zwei Drittel eine höhere Innovationsleistungsfähigkeit entwickeln und dann kann natürlich Europa dadurch zur Weltmacht aufgestiegen sein. Ja, das ist denkbar. Ja, das ist denn naturgesetzlich durchaus denkbar. Ja, dann noch mal was anderes. Ja, Dr. Markus Krall hier. Er sagt ja quasi, ja, nee, das ist alles, was Schlimmes geschieht, ist eben kein Marktversagen.
Und lieber Herr Krall, es ist genau das Gegenteil. Alles ist totales Marktversagen. Gibt es ein totaleres Marktversagen, als dass der Arzt, der sich irrt, unter Bedingungen des freien Marktes, der ist, der mehr verdient? Kann freier Markt mehr versagen als das? Ja? Dass quasi der Arzt, der die Leute wahrheitsgemäß berät, ausstirbt und seinen Laden zumachen muss, und derjenige, der die Patienten in die Irre führt, kann sie als Dauerpatienten ständig melken, dauerhaft wie so eine Kuh, die man auf Dauer melken kann, jeden Tag wieder ein bisschen melken kann, hält er sich seine Dauerpatienten sozusagen. Kann es ein totaleres Marktversagen geben als dieses? Nein. Also, Dr. Markus Krall, in der freien sozialen Marktwirtschaft ist alles totales Marktversagen. Ja? So, dann geht's hier weiter. So, sind das die letzten Blätter hier? Da haben wir noch ein Blatt hier. Ja, dann kommt jetzt noch was Brisantes zum Schluss. Was machen wir mit der Überbevölkerung? Immer wieder gehen Videos im Internet darauf ein und sagen hier, wir kümmern uns um so ein paar angebliche Corona-Tote und jeden Tag sterben so und so viel zigtausend Kinder an Hunger. Ja, kann man, die Frage ist nur, kann man dieses Sterben der Kinder nicht auch als Selektionsprozess verstehen, der gerade noch soeben die Überbevölkerung im Griff hält? Ja, also was ist damit, was wäre mit der Weltbevölkerung? Wenn sozusagen, was wäre mit der Weltbevölkerung, wenn hier dieser Teil der Gesellschaft ständig Massen an Kinder bekommt und die nicht verhungern würden? Moralisch wird da immer Druck gemacht, wir müssen doch diese Kinder retten, ja? Also ich denke, dass die Kinder dieser Bevölkerungsteile auch in den ärmsten Ländern der Welt irgendwie überleben können. Aber ich glaube, dass es gerade die ärmsten Kinder der ärmsten Leute sind, die sterben jeden Tag an Hunger. Und das Dilemma ist, wenn man jetzt moralisch sein wollte, dürfte man nicht sagen, wir müssen die alle füttern, denn zu was würde das führen? Es würde bedeuten, dass hier sozusagen dadurch sich das berufliche durchschnittliche Leistungsniveau dieser armen Staaten noch mehr verschlechtern würde und sie dadurch noch weniger konkurrenzfähig wären und dadurch die Staaten insgesamt noch ärmer wären und dadurch noch mehr tote Kinder entstehen. Also je mehr ich quasi diesen Kindern hier helfe, dass sie nicht sterben müssen, je mehr ich also auf die Tränendrüse drücke und diese Kinder dann rette, wobei ich davon ausgehe, dass die Hilfsorganisationen wahrscheinlich 90% der Gelder in die eigene Tasche stecken, ja, sodass also eine tatsächliche Hilfe eigentlich gar nicht ankommt. Aber nehmen wir mal an, sie würden tatsächlich helfen, dann würden sich diese ja wieder vermehren und wieder Kinder bekommen und wieder noch mehr Kinder bekommen und dadurch wäre die Not und der Hunger noch größer, denn die können ja wiederum nicht genügend Nahrung erwirtschaften, um die Kinder zu ernähren. Also das heißt, wenn ich tatsächlich dieses Sterben dieser Kinder verhindere, dann produziere ich, also wenn ich 100.000 sterbende Kinder rette, produziere ich in der nächsten Generation 200.000 sterbende Kinder, ja, an Hunger sterbende Kinder. Und deswegen ist die Frage eben, ich weiß, dass das heikel ist, weil ja wir so viel Moralisten haben und so viel Antinaturwissenschaftler haben,
Also nochmal ganz kurz die Fakten. Die berufliche Leistungsfähigkeit, die Intelligenz, die Klugheit eines Menschen ist zu 80 bis mindestens 50% genetisch bedingt. Das heißt also, Bildung kann immer nur von der genetischen Material eines Gehirnes, kann eine Bildung immer nur kleine Abweichungen erzeugen, aber niemals zum Beispiel den Sprung von da nach da. Das geht nicht. Ja? Das heißt also, Bildung kann nur kleine Bewegungen erzeugen von dem genetischen, von der genetischen Bausubstanz des Gehirns weggehend sozusagen. Kann gute Bildung etwas verbessern, aber nicht allzu viel. Ja? Und das bedeutet, da das die naturwissenschaftlichen Fakten sind, ist es eben klar, wollen wir anstatt 100.000 Kinder qualvoll sterben zu lassen, schauen wir einfach in die Natur, wie die das macht. Die Natur hat den natürlichen Mechanismus, dass in der Natur die Kinder viele Jahre lang den ganzen Tag rund um den Körper der Mutter sind, geherzt werden, geschleckt werden, gestillt werden ohne Ende. Und diese innige Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, die sorgt dafür, dass die Mütter viele Jahre lang das hormonelle Signal im Körper haben, es ist noch ein Kind da, keine Empfängnisbereitschaft bitte. Und dann schaltet sich der Körper nicht auf Empfängnisbereitschaft. Nun, leider ist das nicht der einzige natürliche Mechanismus, den wir wieder hervorholen müssen. Das führt jetzt zu weit, das wird in den anderen Videos, in vielen anderen Videos erklärt, wie wir das machen, ja, wollen, also wie ich das so zumindest die zweiten Scientists for Future 2 verstehe. Und der zweite Faktor könnte sein, ist es nicht viel menschlicher und humaner, anstatt also hier 100.000 zu verhungern zu lassen, qualvoll, was ja sicherlich schmerzhaft, zu verhungern zu lassen, oder 100.000 zu retten und dann im nächsten Jahr wieder 200.000 zu haben, die verhungern, ja, ist es nicht besser, das zu beenden, indem man sagt, okay, man muss irgendeinen Weg finden, dass es so etwas wie eine sanfte Ölmassage gibt, in der, was weiß ich, Morphium drin ist oder irgendwas, und dann diese Kinder, die nicht ernährt werden können, weil die Eltern noch nicht beruflich erfolgreich sind, vielleicht werden sie es auch nie, aber vielleicht werden sie es später, dann ist ja die Situation anders, wenn sie dann doch hier gelandet sein sollten aus irgendeinem Grunde, dann ist ja die Situation auch ganz anders und sie können die Kinder auch gut ernähren und so weiter. Aber wenn ein Kind geboren wurde in der Natur, war es immer so, das ist auch ziemlich grausam. Moses schwamm auf dem Nil, ja in einem Körbchen, weil er ausgesetzt worden war. Also Kinder, die man irgendwie nicht versorgen konnte oder irgendwie nicht passten, die hat man halt ausgesetzt. Das ist sicherlich auch grausam gewesen. Aber wäre es dann nicht viel menschlicher, eine Massage zu machen bei der oder irgendwas zu machen oder etwas ganz Sanftes oder eine Atemmaske aufzusetzen, in der die ganz glücklich und ganz high sozusagen friedlich und sanft einschlafen, wäre das nicht nicht ein humaneres Mittel gegen die Überbevölkerung, als jetzt hier ständig Kinder schmerzhaft an Hunger sterben zu lassen? Aber wie gesagt, wir müssen mit dem Problem klarkommen, denn jeder Staat, der diese Kinder hier rettet, diese Armee an Kindern, die da geboren wird, füttert, ja, der senkt den durchschnittlichen Leistungsdurchschnitt seiner Bürger, sinkt weiter ab, also quasi dadurch verliert das Land weiter drastisch an Wirtschaftskraft und verliert immer mehr die Konkurrenzfähigkeit und wird vielleicht irgendwann auch wie der Irak einfach zusammengebombt, ne? Ja, oder wie die nordamerikanischen Indianer, die einfach abgeschlachtet wurden, weil sie wirtschaftlich keine solche Evolution hinter sich hatten, weil sie dafür vielleicht auch zu gesund waren, weil das zeigt ja das Ganze auf. Ach, das, so weit will ich aber heute nicht gehen, dass also erst durch den Kapitalismus und die freie soziale Marktwirtschaft auch überhaupt diese Waffenproduktion in Gang kam, ne? Diese Produktion überlegener
Waffen, die dann ja die Indianer und die Indios getötet und abgeschlachtet haben. Ja, habe ich jetzt da alles? Ja. Gut, also wie gesagt, solche Dinge sind natürlich, werden natürlich ganz kontrovers gesehen, aber das Entscheidende ist, was ich zu bedenken gebe, jeder da, der da seiner irrationalen Moral, seiner völlig antinaturwissenschaftlichen Weltsicht frönt und eben dran glaubt, ja, ach nein, alle Menschen, die geboren wurden, haben alle die gleiche Gehirnleistungsfähigkeit. Es gibt, alle sind bei Geburt Genies und sind ja alles nur Bildungsunterschiede und Chancengleichheitsunterschiede und so weiter. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich erinnere noch einmal zum Schluss an die Studie, die gezeigt hat, wenn ich Kindern, die genetisch im Intelligenzbereich eher hier liegen, wenn ich denen hohe Bildung gebe, dann profitieren die von der Bildung ungefähr fünfmal so viel, wie wenn ich Kindern mit diesem Intelligenzquotienten die gleiche Bildung gebe, die profitieren fast gar nicht davon. Ja? Das heißt also, das spricht ganz eindeutig dafür, leider ist die Natur so, wie sie ist. Die Natur ist von sich aus, die genetische Variation, die Variation des Genoms ist ein Ungleichheitsgenerator und das bedeutet, dass die Kinder leider alle ungleich auf die Welt kommen und eben leider nicht gleich, wie es die Träumer denken. Und wenn es alle ungleich auf die Welt kommen, dann ist es für jeden Staat, besonders solange es diese militärischen Angriffslüste, die kapitalistischen Kriegsgelüste so vieler reicher Staaten gibt, ja, so lange ist es für jeden Staat lebensgefährlich, wenn er aus diesem Bereich hier zu viele Kinder geboren werden und auch noch hochgezogen werden in diesem Bereich, weil die wie ein Mühlstein als Ballast an dem ganzen Staat hängen und sozusagen. Und jeder Staat, der gesund werden will, muss eben Zuwanderung bekommen aus aller Welt, aber aus dem deutlich überdurchschnittlich qualifizierten Bereich. Und da sozusagen sind frische Gene herzlich willkommen aus aller Welt und so weiter. Aber sozusagen dieses Grundprinzip der Natur, dass in der Evolution eigentlich nur Arten überleben, die alle Regularien haben, die dazu führen, dass automatisch nur dieser Bereich viele Enkelkinder hinterlässt und dieser Bereich eigentlich gar keine Enkelkinder hinterlässt. Und wenn wir Menschen aus irgendwelchen Träumereien heraus genau das Gegenteil machen wollen, dann ist das die Garantie dafür, dass Europa schon bald das neue Afrika ist und wir alle von 1 bis 3 Euro am Tag leben müssen. Und das sollte man sich jetzt mal nach diesem Video in Ruhe vorstellen, wie toll das dann ist, alle von 1 Euro pro Tag leben zu müssen. Ja? Tschüssi!